Ja, Systemsprenger. Ein fürchterliches Wort. Was soll das sein? Es klingt irgendwie fast nach, ist da ein Terrorist mit dem Rucksack auf dem Rücken unterwegs oder was passiert da? Er wird in Kontexten der Jugendhilfe, der Kinder- und Jugendpsychiatrie verwendet. Alle tun sich schwer damit, jeder wünscht sich etwas anderes. Ich möchte mich mal ganz kurz eingangs jetzt einfach mit der Frage beschäftigen, was können wir uns darunter vorstellen, was kann es sein? Als erstes müssen wir natürlich festhalten, Systemsprenger ist ein Symptom der Tatsache, dass unsere Sprache nicht ausreicht. Unsere Sprache ist immer eine Krücke, wir versuchen Dinge zu benennen und wir kriegen keinen Dreh drauf. Andere Beispiele, alles was wir nicht kennen, das nennen wir wild. Also nicht, wenn ich im Restaurant ein Reh essen möchte, dann bestelle ich mir wild. Ich finde jetzt nicht, dass ein Reh jetzt wilder ist als mein Hund, aber wir haben kein Wort dafür. Überlegen Sie mal ganz kurz, in welchen Kontexten wir überall das Wort schlafen benutzen und ob das immer so angemessen ist. Genauso trifft es Systemsprenger. Was kann das sein? Was soll es sein? Viele unterstellen immer, es wäre ein so negativer Begriff. Negativ ist der Begriff Systemsprenger natürlich nur dann, wenn ich das System für gut halte. Ein einfaches Beispiel, wenn ein junger Mensch aus einem Internat der 1960er, 70er Jahre, in denen sexuelle Missbrauchspraktiken zum Alltag gehörten, weggelaufen ist, dann war er sicherlich ein Systemsprenger. Aber wir würden heute niemals auf die Idee kommen, dass der eine Störung hatte. Wir würden heute sagen, hey, der hatte Kraft, der hatte Resilienz, der hat das geschafft zu verstehen und ist abgehauen, hat sich das nicht gefallen lassen. Das heißt, Systemsprenger ist nicht zwangsläufig etwas Negatives. Es ist nur ein Prozess zwischen einem Kind und einem Hilfesystem, das irgendwie nicht zueinander findet. Von daher erstmal zur Klärung, Systemsprenger ist keine Persönlichkeitseigenschaft und erst recht keine Diagnose, sondern ein Interaktionsprozess. Und die schönste Definition des Wortes Systemsprenger, die ich gefunden habe, war in einem Fachgeschäft für Dekoration am Postkartenständer. Dort fand ich eine Postkarte, ich habe daraufhin sofort dem Zeichner eine E-Mail geschrieben, ob er eigentlich weiß, was er da gemacht hat. Er wusste es nicht, er fand es aber lustig. Von daher danke ich dafür, dass ich diese Postkarte ganz offiziell verwenden darf. Meine Definition von Systemsprenger ist er hier. Was wir hier sehen, sind drei Schilder. Und mein Begleitsatz zu diesem Comic ist immer: Ich steige mit jedem von Ihnen bedingungslos in den Ring, wenn es darum geht, mit diesen Kerlchen zu diskutieren, warum es verboten ist, ein Eis und seine Inlineskates mit durch diese Tür zu nehmen. Kein Problem. Aber solange dieses unterste Schild hier hängt, weiß ich keinen guten Grund, warum er das Eis und die Inlineskates freiwillig abgeben sollte. Denn auch wenn er sich ganz viel Mühe gibt, sich anpasst, das Eis und die Inlineskates abgibt, er darf trotzdem nicht durch. Und ich glaube, wir haben es hier mit einem Phänomen zu tun von Kindern, von Jugendlichen, von jungen Erwachsenen, die tief in sich durchaus ein Gespür dafür haben, das Ganze hat was mit mir zu tun. So wie ich bin ich nicht in Ordnung, so wie ich bin, will man mich hier nicht haben. Und dann kommt es auf das Eis und die Inlines geht es auch nicht mehr. Dann helfen auch keine pädagogischen Standardsprüche mehr, wie ja, wir akzeptieren ja dich, aber nicht dein Verhalten. Das kriegt das Kind für sich selber nicht auseinanderdividiert. Von daher könnten wir einschränkend sagen, Systeme sprengen ist erstmal soziologisch gesehen normal. Jedes System hat seine Randpersonen, hat Personen, die die Grenzen des Systems testen, hat Prozesse, die nicht harmonieren. Systeme sprengen ist kommunikationstheoretisch gesehen eine Kompetenz. Das muss man erstmal können. Man muss die Schwachstellen finden, man muss genau wissen, was es tut. Ich denke immer noch gerne an ein 14-jähriges Mädchen, das, als ihr Gruppenleiter Vegetarier wurde, große Freude daran hatte, mit Wurstscheiben an den Wänden rumzuschmieren. Also er hat genau den Punkt getroffen, wo es weh tut. Von daher, diese Kinder finden ja auch genau die Aspekte und die Stellen und da müssen wir ihnen durchaus eine gewisse Systemkompetenz auch zusprechen. Und das Dritte aus der subjektiven Perspektive, subjektlogisch, wie ich so gerne sage, gesehen ist Systemsprengen manchmal die einzige Möglichkeit, seine bedrohte Identität zu schützen. Und wenn wir von dieser Grundlage ausgehen, dann kann ich versuchen, ich als Professor kann ich jetzt nicht durch die Welt ziehen und eine Postkarte auf den Beamer hauen, da muss ich schon irgendwie einen Satz liefern, der aus Sprache besteht und der wissenschaftlich griffig ist, kann ich versuchen, den Begriff Systemsprenger zu definieren. Das habe ich 2014 getan
Und das hat verschiedene Facetten. Ich definiere Systemsprenger als Hochrisikoklientel, Risiko in beide Richtungen. Diese Kinder sind einem hohen Risiko ausgesetzt in ihrem Leben, aber es geht auch ein Risiko von ihnen aus. Da gibt es auch nichts zu beschönigen. Welches ich in einer durch Brüche geprägten, das ist wirklich das Kernmerkmal Brüche. Diese Kinder erleben einen Abbruch nach dem anderen, sie fliegen überall raus. Schon aus dem Familienverhältnis, aus dem sie kommen, gibt es häufig eine gewisse Brüchigkeit. Also der Wechsel ist der Alltag. Durch Brüche geprägten negativen Interaktionsspirale. Wenn ein Kind erstmal als schwierig definiert ist, dann wird es auch verdammt schwer, aus dieser Definition wieder rauszukommen. Auch das kennen wir, nicht? Plötzlich ist er brav und wir denken alle, ach, was ist da los, der führt was im Schilde. So, also es ist ein Prozess, der sich gegenseitig bedingt. In einer negativen Interaktionsspirale mit den Hilfesystemen, den Bildungsinstitutionen und der Gesellschaft. Die meisten dieser Kinder kämpfen auf vielen verschiedenen Ebenen. Die wenigsten Kinder nehmen sich nur das Schulsystem vor, machen da alles durcheinander, aber überall anders läuft. Das gibt es auch, aber das ist selten. Und jetzt kommt mein Lieblingsbaustein dieser Definition. Hochrisikoklientel, welches sich in einer durch Brüche geprägten negativen Interaktionsspirale befindet und diese durch als schwierig wahrgenommene Verhaltensweisen aktiv mitgestaltet. Die Kinder tun alles dafür, dass der Prozess schwierig wird. Die geben nicht auf, die kämpfen, die sind energiegeladen, das macht sie sympathisch, damit kann man arbeiten. Das ist mir zehnmal lieber, als wenn ein Mensch sich vollständig zurückzieht und einfach gar nichts mehr tut. Aber es ist eben auch dieser Punkt, man steht davor und denkt sich, was ist da los? Wenn ich das versuche, einmal näher zu betrachten, gibt es viele verschiedene Modelle. Mein Lieblingsmodell stammt von den US-amerikanischen Psychiatern Hardy und Leslowski. Die haben den Cycle of Violence aufgestellt. Die gehen davon aus, Kinder mit schwierigen Lebenserfahrungen erleben drei Dinge. Einerseits Entwertung. Das ist ein großer Unterschied. Ob ich eine Gewalthandlung, die an mir vollzogen wird, als Unrecht empfinde oder ob ich das Gefühl dafür habe, ja, man darf mich schlagen, ich bin nichts wert, es ist okay, wenn man das mit mir tut. Sie erleben Ausschluss und Abbruch von Gemeinschaft, das ist für den Menschen als Hordentier ein besonders gefährliches Moment, ausgeschlossen, ausgegrenzt zu werden. Und die Dehumanisierung des Erlebens, des Verlusterlebens, damit meinen Hardy und Leslowski, wenn Kinder immer wieder rückgemeldet kriegen, das, was du fühlst, ist falsch. Das Kind, das Heimweh hat und dem man sagt, ey, deine Eltern haben dich geschlagen, wie kannst du Heimweh haben, was soll das? Das Kind in einer hochstrittigen Trennungssituation, das traurig ist darüber, dass ein Elternteil ausgezogen ist und der andere Elternteil feiert aber erstmal ein Fest. Kinder, die immer wieder rückgemeldet kriegen, deine Gefühle, das, was du erlebst, das stimmt nicht. Das kann so nicht sein. Das führt bei diesen Kindern zu etwas, das man als ultimativen Affekt bezeichnen könnte. Die werden überspült von Gefühlen, das ist dann kein Kopfprozess mehr. Sie werden gefangen genommen von Gefühlen, die ihr gesamtes Erleben bestimmen. Das ist meistens ein ganz großer Anteil Wut, der sich dann auch schon mal gewaltsam entladen kann. Das ist häufig ein großer Anteil Angst, die sich allerdings leider auch nicht darin zeigt, dass das Kind sich ein Kuscheltier nimmt und aufs Sofa kuschelt. Die zeigen ihre Angst ein bisschen anders. Und in manchen Fällen spielt da auch schon bei Kindern das Thema Depression eine Logik. So, das zeigt das Kind und was passiert? Das Ganze geht von vorne los. So etwas tut man aber nicht. Wer so etwas tut, ist böse. So was machen wir hier nicht. Du darfst nicht mit auf Klassenfahrt, weil du das und das getan hast. Ich kenne Dreijährige, die schon in der Garderobe des Kindergartens sitzen, während die anderen drinnen Stuhlkreis machen, weil sie nicht auszuhalten sind. Das heißt, sie erleben aufgrund dieser starken Affekte, die biografisch gewachsen sind, immer wieder den Ausschluss und den Abbruch. Und am Ende, wie du bist traurig, dass du nicht mit auf die Klassenfahrt darfst. Du bist doch selber schuld. Wir hatten es dir doch gesagt. Wir haben dir doch gesagt, was wir von dir erwarten. Das heißt, dieser Kreislauf, und das ist der Punkt, wo ich sage, Systemsprenger sagt mehr über das System aus, als über denjenigen, der sprengt. Dieser Punkt ist wirklich entscheidend. Wo ist der Schnitt, den das Hilfesystem macht und wo drehen wir diesen Kreislauf mit? Und ich glaube, die Hilfekarrieren, die so eskalieren, dass wir am Ende nicht mehr wissen, wohin mit einem Kind, die tun genau das. Die reagieren auf die starken, biografisch gewachsenen Affekte des Kindes mit Entwertung,
mit Abbruch, mit Ausschluss, mit Trainings. Wir legen die Ziele fest und wenn du das tust, was wir sagen, dann kriegst du einen Bonbon und wenn du das nicht tust, was wir sagen, dann kriegst du eine Strafe. Und mit dem immer wieder rückmelden, nein, dein Erleben ist falsch, nein, du wirst nicht ungerecht behandelt, nein, wir kümmern uns um dich. Wenn das Kind das nicht wahrnehmen kann, hilft ihm das gar nicht.